Hallo ihr Lieben, willkommen auf meinem Kanal. Ich bin die Isi und in diesem Video geht es um die Tensation LE von Essence und Catrice. Wobei, in diesem Video geht es nur um Essence. Zu der Catrice Collection mache ich noch ein Video, das kommt dann in den nächsten Tagen. Und wenn du da Lust drauf hast und mich noch nicht abonniert hast, dann mach das doch, dann verpasst du das auch nicht. Okay, also, wenn du Lust auf Essence hast, dann bleib jetzt dran. Bis gleich, tschüss! So ihr Lieben, nur ganz kurz bevor es losgeht, ich wollte nochmal vielen, vielen Dank sagen an all die wahnsinnig lieben Kommentare, die ihr mir geschrieben habt zu meiner persönlichen Situation. Ich werde das vorher herangegangene Video jetzt dann löschen, einfach weil ich auch selbst nicht daran erinnert werden will, immer wenn ich auf den Kanal gucke. Und also ich kann nur sagen, es geht mir jetzt noch nicht super gut, das wäre auch irgendwie eigenartig, aber es wird besser und ich will mich vor allem ablenken. Und deswegen habe ich auch gesagt, ich mache jetzt wieder ein Video, weil Schminke ist eine gute Ablenkung. Also nochmal vielen, vielen Dank. Und jetzt Schminke. Okay, also ich war bei Müller. Und ja, ich bin da immer rumgetigert und habe geschaut, ob es die neue LE schon gibt. Und ich habe diesen Aufsteller gar nicht gefunden, weil der wo ganz woanders stand. Deshalb erstens. Scheinbar gibt es die LE nicht bei DM, also ihr müsst bei Rossmann oder bei Müller gucken, wenn ihr sie haben wollt. Und zweitens ist es so ein extra Aufsteller, der eventuell auch irgendwie abseits steht, also nur, dass ihr Bescheid wisst. Ich blende euch hier mal ein Foto ein von der Essence-Seite. Es gibt nämlich zwei Seiten. Auf der einen Seite sind die Catrice-Produkte und auf der anderen Seite sind die Essence-Produkte. Und ich habe nicht alles von der LE gekauft, sondern ich habe nur... Von Essence habe ich eine Lidschattenpalette und eine Highlighting- und Bronzing-Palette. Und ihr seht, es gibt außerdem noch so Shimmer-Body-Lotions. Da gibt es zwei Farbtöne. Ich blende euch das hier jeweils immer ein. Da seht ihr auch die Preise, 5,95 kosten die. Dann gab es ein Glow-Setting-Spray und ein... Chasing the Tan Spray heißt es. Das ist im Prinzip ein Selbstbräuner-Spray zum Aufsprühen. Das fand ich auch ganz spannend. Wenn Selbstbräuner nicht so komisch riechen würde immer, dann hätte ich das mitgenommen. Außerdem gibt es eben diese zwei Vierer-Paletten mit den Highlightern und Bronzern. Da habe ich eine mitgenommen, die zeige ich euch auch. Es gibt zwei Lidschattenpaletten von Essence, wo jeweils 12 Farben drin sind. Die eine habe ich mitgenommen und die andere, seht ihr hier, das sind mehr so erdige, neutrale Töne. Die war auch schön, aber hat mich nicht umgehauen. Was aber total süß ist, dass da so kleine Schildkröten eingeprägt sind. Oh Gott, die sind so goldig. Genau, und außerdem gibt es noch eine Pinselserie und einzeln einen so einen Kabuki-Brush. Okay. Genau. Und ich würde sagen, wir fangen an mit dieser wundervollen Lidschattenpalette. Also erstens mal Packaging wieder, ja. Ich muss sagen, das Muster finde ich okay, das haut mich jetzt nicht so um. Aber was ich richtig cool finde, das ist alles aus Pappe mit Magnet. Und dann hast du hier so eine Klappe und hier. Und da sind die Farben drin. Und hier sind, wie ihr seht, damit kleine Seesterne eingeprägt in manchen Farben. Das ist so süß. Also ich muss sagen, das ist wirklich eine richtig schöne LE. Und bitte schaut euch mal diese Farbe an. Oh mein Gott. Also die war im Laden auch schon die einzige, die so richtig krass zerknetet war von den Leuten beim Swatchen. Das ist auch tatsächlich eine sehr weiche Farbe, sag ich mal. Ich habe die Sachen gestern schon so ein bisschen ausprobiert, tatsächlich nur so mit dem Finger so ein bisschen. Normalerweise bereite ich mich auf Videos immer nicht vor, aber gestern war mir einfach noch nicht danach zu drehen und heute habe ich gesagt, okay, ich mach's. Und da habe ich schon ein bisschen vorgetestet. Deshalb bin ich jetzt auch ungeschminkt, denn speziell die hier, und die will ich unbedingt benutzen, die hat aber schon Fallout, einfach weil es so Glitter ist. Ja, deswegen mache ich meine Foundation und so danach. Und ich würde sagen, wir swatchen uns einmal schnell durch. So, das ist einmal die obere und einmal die untere Reihe. Und ich hoffe, ihr könnt das in der Kamera sehen, dieser geile Blauton. Der ist tatsächlich auch Duochrome. Also wenn man quasi den Arm so neigt, dann hat er eine andere Farbschattierung. Der ist ja so schön. Genau, die anderen sind...
auch neutrale und ein bisschen erdige Töne, so einen Curryton, den finde ich auch ganz toll. Und ja, dieses schöne Silber, dann gibt es ein Türkis und ein mattes Türkis. Also die Palette ist wirklich richtig schön zusammengestellt. Naja, hier ist übrigens auch ein Spiegel drin. Genau, also ich sag mal, das ist vielleicht jetzt schon ein bisschen Spoiler, aber wenn ihr nur ein Produkt von der ganzen LE kaufen wollt, ich empfehle euch diese Palette, die ist wirklich toll. Okay, dann würde ich sagen, wir legen los. Ich male mich ein bisschen an. Ja, und für den Anfang gehe ich erstmal in diesen Ton Sun, in diese Curryfarbe und benutze den so ein bisschen als Grundierung. Was mir gerade noch einfällt, ich mache mir noch ein bisschen Concealer vorher drauf, einfach weil speziell bei dieser Glitterfarbe ist es nicht schlecht, wenn man ein bisschen eine feuchte Base hat. So, also ich habe ein bisschen Concealer drauf. Ihr könnt natürlich auch einen Lidschattenprimer oder sowas nehmen. Man muss auch nicht, aber ich würde es empfehlen, weil ich glaube, das Ergebnis wird dann besser. Okay, also jetzt gehe ich in die Farbe Sun, also dieser Curryton. Und was auch toll ist, dass hier endlich mal die Namen drunter stehen von den Farben. Ich hoffe, ihr könnt es sehen mit dieser ganzen Spiegelei. Diese Farbe heißt auf jeden Fall Sun und hat einen Seestern eingeprägt. Und die gebe ich mir jetzt hier oben einfach so als Transition Color einfach mal aufs Lid. So, dann gehe ich in die Farbe Coral. Das ist diese Farbe hier. Das ist so ein Rostrot. Und die gebe ich mir dann quasi in die Lidfalte, sodass das hier eben so ein Verlauf wird. Also die blenden sich mega, ne? Die sind so weich, das ist echt toll. Für den Preis, die Palette kostet 6 Euro. So, das wird heute wieder ein bisschen wilder. Okay, dann nehme ich jetzt so einen flachen Pinsel. Und ich glaube, ich mache sogar noch ein bisschen Setting Spray drauf. Bin gespannt, ob das was bringt. Und gehe in diesen Ocean Ton, also in diese Farbe, die so toll changiert. Oh, und der ist so weich, ey, Wahnsinn. Der ist, wenn man da reingeht, ist direkt, muss man echt ein bisschen vorsichtig sein. Das mit dem Setting Spray hat mega funktioniert, cool. Und ich gebe mir den aufs ganze bewegliche Lid. Knallhart. Schaut euch mal diese Farbe an. Oh, ich finde das so schön. Das ist so ein richtiger Sonnenuntergang. Und hier nix Cut Crease, ne? Einfach drauf. Drauf. Aber die Farbe ist auch wirklich super batzig. Das ist fast wirklich, als würde man hier in so einen Brei reingehen, ne? Und was ich euch auch sagen kann, weil ich es gestern schon ausprobiert habe, von dem Glitter habt ihr lange was. Also ich habe heute Morgen noch, ich habe geduscht, ich habe alles gemacht und trotzdem hatte ich immer noch Flitter im Gesicht. Deswegen kommt die Foundation später. Das kann ich nur empfehlen. Okay, dann nehme ich nochmal so einen halb festgebundenen Pinsel und gehe in die Farbe Wave, diese hier, und versuche mal, ob ich hier noch so einen leichten Übergang machen kann, dass das nicht ganz so hart ist. Also ich versuche quasi das Blau ein bisschen auszublenden. Mega. Das ist jetzt auch nicht unbedingt ein Alltagslook, aber ich finde es trotzdem, ich finde die Farbkombi so geil. Okay. Dann habe ich nochmal so einen fluffigeren Pinsel und gehe in diese Farbe. Ja, ich gehe in die Farbe Dolphin. Die hat wieder so ein Seesternchen drauf. Und damit mache ich mir nur den hinteren Rand ein bisschen dunkler, nur so ein ganz bisschen. Ich tupfe das hier eigentlich nur so drauf, weil ich will den Glitter nicht wieder abmachen. Ich muss aber sagen, dass diese Setting Spray Variante eine gute Idee war. Ich habe immer noch ein bisschen Fallout, aber wirklich nicht schlimm. Ich mache hier quasi dieses V so ein bisschen. Und auch so an diesem Rand da oben. Und dann kommt ein kleiner Pinsel. Und da gehe ich in die Farbe Shell. Das ist diese hier. Die hat auch einen Seestern drauf. Und das ist so ein schöner, heller, goldiger Ton, eigentlich eher Bronze. Und der kommt mir hier vorne rein. In den Innenaugenwinkel. Ja, vielleicht ziehe ich den sogar noch so ein bisschen rauf.
Und dann schnappe ich mir jetzt so einen spitz zulaufenden Pinsel und da gehe ich nochmal in die Farbe Sun, ne? Dieses Curryfarben, wie ich finde. Und jetzt gebe ich mir hier unten nochmal ein bisschen auf. Und da gehe ich auch noch in die Farbe Coral. Mache ich einfach mit dem gleichen Pinsel, das darf ruhig ein bisschen ineinander verlaufen. Ich will hier nur auch so einen, eben einen Verlauf schaffen. Ein Verlauf. Und dann gehe ich auch nochmal in die Farbe Dolphin und ziehe die auch hier runter. Also Dolphin, dieses dunklere, das ist eigentlich so eine Art Schokobraun. Ach, das verläuft so schön ineinander. Okay. Ich blende hier nochmal ein bisschen. Ich mache das auch gleich noch mit dem Kosmetiktuch ein bisschen sauber, dass ich hier eine schönere Kante habe, dass es nicht ganz so ungenau ist. Und dann ist mein Augen-Make-up ist eigentlich schon fertig. Genau, ich mache das jetzt kurz fertig und dann bin ich gleich wieder da. Bis gleich! So, mit den Augen bin ich soweit fertig. Das ist doch ein Sonnenuntergang, oder? Das ist so geil. okay. Und dann haben wir aber noch eine Face-Palette zum Ausprobieren. Und zwar, ich sollte vielleicht mal den Namen sagen. Diese Palette heißt Make-A-Wish Little Fish. Ganz süß. Und hier ist Shine Like a Sea Star. Das ist die Face-Palette. Und da fällt mir der Einleger raus. Genau, da sind vier Farben drin und auch wieder ein Spiegel mit einem Seestern drauf. Und das sind im Prinzip drei Highlighter und ein matter Bronzer, wobei der nicht totmatt ist, aber der ist auch nicht glitzernd oder schimmernd oder so. Ich swatch euch die auch mal. Wo swatche ich euch die denn hin? Ich muss jetzt meinen Arm sauber machen. So, hier seht ihr die drei, also die drei Highlighter und der matte Bronzer. Das hier ist im Prinzip auch sowas wie ein Schimmerbronzer, das ist eigentlich kein Highlighter. Außer ihr seid dunkler, dann könnte das funktionieren, aber da musst du schon wirklich dunkel sein. Ich finde den Ton aber trotzdem richtig schön. Es gibt ja noch eine Palette und ich habe mich genau wegen diesem Ton für die Palette entschieden, weil der auf den Augenlidern auch solo einfach nur dieser Ton wunderschön aussehen wird. Und ja, ist jetzt nicht so, als hätte ich nicht genug Lidschatten, aber mit dem könnte ich wahrscheinlich den Rest meines Lebens meine Augenlider schminken. Okay, das machen wir jetzt aber nicht. Ich gehe jetzt in die beiden helleren Highlighter-Töne, das ist der hier und der hier. Ich gehe da einfach gemischt rein. Die sind nämlich auch wirklich sehr schön. Und ich mache einen Fehler, ich nehme erst Bronzer. Ich gehe erst in den matten Bronzer. Und damit setze ich mir quasi so ein bisschen Kontur. Einfach hier immer da beim Ohr anfangen, so dass ihr den Pinsel rascheln hört. Und ziehe mir das hier so ein bisschen runter. Einfach um ein bisschen Leben in mein Gesicht zu kriegen. So. Und die Farbe ist halt auch echt super. Seht ihr das? Es ist wirklich wie. Ich habe mir einen Schatten hingemalt, aber es sieht nicht unnatürlich aus. Es ist nicht zu orange, ist auch nicht zu kühl oder zu grün oder so. Ich packe mir das auch gerne immer unter das Kinn. Also dieser Bronzerton ist auch echt mega schön. Kommt ein bisschen immer auf den Unterton an, den man hat. Also wenn man eher so gelblich ist wie ich, hell, aber gelblich, Oliv, so in die Richtung helles Oliv, dann passt der sehr, sehr gut. Dann mache ich mir auch immer noch gerne die Nase. Und ja, da oben mache ich ehrlich gesagt immer gar nicht so viel, weil ich habe eine relativ kurze Stirn. Aber der ist mega schön. Okay, jetzt Highlighter. Hab auch schon auf dem Pinsel. Oh, das ist auch richtig schön. Sehr schön. Auch nicht too much irgendwie. Also ich bin nicht mehr so auf dem Trip, dass ich sage, ich will, dass mein Gesicht die ganze Straße erleuchtet. Oh, jetzt habe ich ein bisschen zu viel genommen. Seht ihr meine Leuchtnase? aber der ist wirklich richtig, richtig schön. Also den kann man auch echt knallen lassen, wenn man will. Ich versuche ja meine Nase eigentlich ein bisschen noch zurückzunehmen. Nee. Mega schön,
Mega schön. Ich weiß nicht, ob wir noch mehr Highlighter brauchen, ehrlich gesagt. Ist schon ein bisschen viel, aber der Bronzer, ein Traum. Und ja, um es nochmal zu sagen, die Lidschattenpalette auch ein Traum. Also wirklich für 6 Euro so eine Qualität und so außergewöhnliche Farben. Ich kann da echt nur sagen, die ist echt der Oberhammer. Okay, dann sagt ihr mir doch, was haltet ihr davon? Würdet ihr so vielleicht, also auf eine Party würde ich so auf jeden Fall gehen. Ich finde, das sieht total cool aus. Mit so einem, vielleicht noch mit so einem flatterigen Sommerkleidchen. Oh, geil. Ja, okay. Dann mache ich jetzt hier mal Schluss. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen da. Da freue ich mich immer sehr. Und vor allem, wenn ihr noch nicht abonniert habt, überlegt euch mal. Ich stehe so kurz vor den 1000 Abonnenten. Ich würde mich so freuen. Stell dir vor, du wärst mein 1000. Abonnent. Dann mache ich einen Flickflack vielleicht. Mit Schraube. Wahrscheinlich nicht. Aber trotzdem würde ich mich wahnsinnig freuen. Also klickt, haut in die Tasten. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.